Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und herzlich willkommen zu einer der Tutorials, nach denen ich jetzt seit Jahren von euch gefragt werde. Also jetzt das mit den Falten, nicht das andere Video. Aber Klamotten zeichnen ist ja eine sehr umfangreiche Sache. Bevor ihr dieses Video hier also schaut, seid euch über Folgendes bewusst. In diesem Video zeige ich euch, wie Falten und Klamotten funktionieren. Also die Basics. Wenn ernsthaft jemand von seinem eigenen 10-Minuten-Tutorial behauptet, also nach diesem Tutorial kannst du das perfekt zeichnen, dann ist das eine dreiste Lüge. Also was du jetzt machst ist, du schaust dir dieses Tutorial hier an, lernst wie Falten funktionieren und die Basics dazu und danach kannst du ja gerne selbst mal nachschauen, wie Falten und Klamotten so aussehen und versuchen sie zu zeichnen, entweder auf Google Bilder oder auch gerne mal im Real Life. Was auch immer das ist. Dummer Vergleich vielleicht, ich weiß, aber es ist wie Mathe. Du kriegst die Formel vom Lehrer beigebracht, aber du musst trotzdem selbst rausfinden, wie man die Aufgabe damit löst. Ich mochte Mathe in der Schule auch nicht, aber das ist der verständlichste Vergleich, der mir gerade einfällt. Naja, aber jetzt genug gefaselt, ne? Wir sind hier für ein Falten-Tutorial, dann machen wir das jetzt auch mal. Also, let's go. Also, fangen wir ganz von vorne an. Das Wichtigste beim Thema Klamotten und Faltenzeichnen ist zu wissen, wo die Spannpunkte sind. Sorry, mir fällt gerade kein besserer Name dafür ein. Der mit Abstand schmerzhafteste Anfängerfehler, den ich bisher immer gesehen habe, war die schwebende Kleidung. Sowas wie schwebende Kleidung wirkt dann nämlich doch ziemlich unglaubwürdig, zumindest mal im Normalfall. Und genau dort kommen unter anderem diese Spannpunkte ins Spiel. Das sind praktisch Punkte, zu denen die Falten hinwandern. So wie ein schwarzes Loch, das die Falten zu sich anzieht. Ich will euch mal visualisieren, was ich meine. Und zwar anhand eines ganz simplen Beispiels. Wir haben hier einen Arm, der in der Luft hängt. Natürlich sorgt die Schwerkraft dafür, dass der Ärmel nach unten gezogen wird. Die Kleidung liegt also auf der Haut auf. Aber der Rest vom Ärmel schwebt natürlich nicht einfach so. Wir sind nicht im Weltall, wo die Kleidung schwerelos ist. Die Schwerkraft zieht die Kleidung ja, wie gesagt, nach unten. Das heißt, der Ärmel läuft schon fast spitz zu, könnte man meinen. Also zumindest mal ist das bei regulärer Alltagskleidung der Fall. Und das lässt sich natürlich auch auf ganz viele andere Fälle anwenden, zum Beispiel wenn man einen übergroßen Kragen hat. Und wenn ihr meine Tutorials kennt, dann habt ihr es wahrscheinlich schon erraten, ich habe euch gerade den Trick gezeigt, auf den ein großen Teil vom Faltenwurf basiert. Als kleine Übung habe ich euch hier einen ganz regulären Körper gezeichnet, an dem zeige ich euch jetzt also die wichtigsten Spannpunkte. Die sind, genau wie vorhin auch, natürlich wieder oben. Wegen Schwerkraft und so? Ihr erinnert euch? Allerdings, oben am Kragen ist die Kleidung in der Regel trotzdem noch relativ locker. Wirklich spannen tut da ja jetzt nichts. Die stärksten Spannpunkte sind nämlich so bei den Schultern, ganz besonders bei den Achseln. Jetzt wirkt die Metapher mit dem schwarzen Loch dann doch nochmal um einiges lebendiger. Ich meine, ergibt ja auch Sinn. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie sehr das Hemd unter den Arm gespannt wird? Nein? Okay, zugegeben, habe ich vor diesem Video hier auch nicht. Fakt ist, das sind Punkte, an denen Kleidung für gewöhnlich am meisten spannt. Also laufen dort auch schon mal einige Falten hin, das sollte jeder verinnerlichen. Und weil ich weiß, dass einige von euch auch geradezu darauf warten, bei Frauen mit größerem V-Bau spannt natürlich die Brust auch noch mit am meisten. Dort werden also auch so einige Falten hinlaufen. Glücklicherweise war das schon der wichtigste Teil. Der Oberkörper spannt bei uns am meisten. Der Rest vom Körper hat keine Stellen, an denen ein Hemd so wirklich spannen könnte. Wenn du aber einen Charakter zeichnest, der unten mehr Masse hat als oben, dann ist klar, dass du dementsprechend dort Spannung hast. Das ist wie bei einer Frau mit großer Oberweite, nur eben etwas, naja, weiter unten. Naja, aber wie genau machen wir denn jetzt beim Beispiel von vorhin weiter? Wenn nur oben Spannung am Körper ist, dann sind doch unten gar keine Falten mehr. Und dabei hast du doch gemeint, es gibt gar keine schwebende Kleidung, Ja, Tatsache, eure Kleidung spannt ab hier jetzt wirklich nicht mehr. Das Shirt sackt also ganz lässig nach unten und sammelt sich dann so ungefähr auf Bauchhöhe. Der untere Teil von eurem Shirt kommt hier also zusammen und schlägt Falten. Diese Falten hier entstehen aber nicht durch Spannung, sondern können schon mal etwas weiter gezeichnet werden. Was ich damit sagen möchte, anders als die Falten bei den Achseln, die ja durch Spannung entstehen, können diese hier schon mal ganz lässig um den Bauch rumgehen und das sollte man auch von der Seite sehen können. So wirkt das Ganze auch richtig schön 3D und nicht einfach nur aufgemalt. Noch kurz zu den Armen bzw. Ärmeln.
dort ist es eigentlich exakt dasselbe. Auf den Schultern bzw. Achseln ist der Spannpunkt. Danach sackt die Kleidung ganz lässig runter und sammelt sich. Allerdings nicht am Handgelenk, sondern am Ellbogen. Ergibt ja auch irgendwo Sinn, kein Mensch läuft mit kerzengerade ausgestreckten Armen rum, sondern hat sie immer ein wenig angewinkelt. Hier sammeln sich so einige Falten und die funktionieren 1:1 wie die bei eurem Bauch. Sie sammeln sich. Und weil ein Großteil der Masse an eurem Ellbogen hängen geblieben ist, bleibt nicht mehr viel übrig und hängt am Rest vom Arm runter. Sicherlich habt ihr euch während dieses Videos hier aber schon mal sowas gefragt wie: Aber ich hab mal einen Charakter gesehen, bei dem hat sich unten gar kein Stoff am Bauch gesammelt. Kann ja sein, vielleicht gab's in diesem Video ja mal eine Stelle, wo du dir gesagt hast: Also das kenne ich eigentlich ganz anders. Und lass mich dir dazu einfach mal kurz eine Gegenfrage stellen. Narutos Kleidung ist ziemlich dick, richtig? Ironisch, denn die Kleidung trägt er ja sogar im Sommer. Und die Kleidung von Son Goku hier besteht allerdings aus dünnerem Stoff. Also Son Gokus Kleidung ist auf jeden Fall mal weitaus dünner als die von Naruto, was? Meine Frage ist jetzt, woher weißt du das? Der Unterschied ist irgendwo schon offensichtlich, es liegt an der Anzahl der Falten. Dicke Kleidung, wie zum Beispiel die von Naruto, schlägt so gut wie gar keine Falten. Oder zumindest mal sehr wenig. Und genau deshalb sammeln sich bei Naruto zum Beispiel unten praktisch gar keine Falten an, weil die Kleidung so dick ist, dass sie kaum Falten schlägt. Nur an den vorhin genannten Punkten, wie zum Beispiel den Achseln, sehen wir so die ein oder andere Falte. Und bei dem Gi von Son Goku habt ihr es euch schon fast gedacht, dünne Kleidung schlägt sehr viele Falten. Das beste Beispiel hierzu wäre, wenn ihr euch ein dünnes Hemd anzieht. Ich habe zwar erwähnt, dass am Unterarm kaum noch Falten sind, aber wenn deine Kleidung so dünn ist, werden selbst am Unterarm noch Falten geschlagen. Also, warum zeige ich euch das alles? Und noch viel wichtiger, was möchte ich euch damit sagen? Also, abgesehen davon, dass Naruto im Sommer echt unheimlich nach Schweiß stinken muss. Genau, es gibt keine feste Formel, um Kleider zu zeichnen. Es gibt enge und dünne Kleidung, aber auch lange und dicke Kleidung. Und obwohl manche Falten, zum Beispiel die unter den Achseln, immer dieselben sind, sind alle anderen Falten abhängig davon, welche Kleidung ihr anhabt. Oder wie ihr euch gerade bewegt. Oder welchen Körpertypen ihr habt. Fun Fact, ich habe zum Beispiel Blacks ursprüngliche Lederjacke aus Band 1 von Myth etwas dünner gezeichnet als die, die er letzten Endes anhat. Und wie habe ich das gemacht? Unter anderem so, dass ich relativ viele Falten eingebracht habe. Aber ich habe den Manga gezeichnet. Okay, aber das muss es für heute jetzt echt mal gewesen sein, denn wie gesagt, das Ganze ist ein sehr umfangreiches Thema und diese Tutorial-Videos hier zu animieren ist auch nicht gerade wenig Arbeit. Falls du meine anderen Tutorials noch nicht gesehen hast, dann kannst du das sehr gerne in dieser Playlist hier nachholen. Ich persönlich bin immer noch sehr stolz auf mein Licht- und Schatten-Video und das sollte auch eigentlich jedem von euch so gefallen. Vorausgesetzt, ihr mögt Pinguine. Ich weiß, Haare zeichnen ist das nächste große Thema, nach dem ihr schon seit Jahren fragt, aber ihr wisst, das Thema ist mindestens genauso umfangreich wie Klamotten zeichnen. Das nächste Tutorial wird also erstmal nicht zum Thema Haare sein, sondern ein anderes, wonach ihr auch permanent gefragt habt. Ist doch schon fast wieder April, oder? Ja, April rückt auch immer näher. Also, das nächste Tutorial wird wahrscheinlich wieder demonetarisiert. Ihr könnt mir also sehr gerne selbst was auf Patreon beisteuern, wenn ihr findet, dass meine Videos tatsächlich etwas Geld wert sind. Diese Leute hier machen das beispielsweise schon und dürfen meine Videos deshalb immer etwas früher sehen. Soweit, mein Name ist Marcel und mir fällt nichts mehr Lustiges ein, deswegen sage ich einfach Tschüss.